Hallöchen Leute, willkommen im Tiergärtenclub. Bei uns geht es heute so und wir sagen Hashime, denn es geht um Judo. Zwei echte Profis sind sogar so. Das ist zum Beispiel Edu. Edu, schön, dass du da bist. Danke für die Demonstration. Das ist Anna-Maria. Die beiden sind wahrscheinlich in Deutschland die beiden besten Judokämpfer und Judokämpferinnen, denn sie haben bei Olympia Medaillen abgesahnt. Und heute verraten sie euch alle Geheimnisse rund um ihre Lieblingssportart Judo. Schön, dass ihr hier seid. Ihr könnt mitspielen mit den Tigerenten und den Fröschen. Jossifs Training hat sich ausgezahlt und damit sind wir zurück im Clubraum. Das hier sind zwei echte olympische Medaillen, sind gewonnen worden in der Kategorie Judo. Bei uns geht es heute im Tigerentenclub um die Sportart Judo. Dafür braucht man Köpfchen, Geschicklichkeit, aber auch Kraft. Und bei uns im Studio sind zwei echte Judo-Stars zu Gast. Anna-Maria und Eduard. Die beiden gehören zu den besten Judokas in Deutschland. Judoka, das heißt Judokämpfer. Anna-Maria hat zwei olympische Bronzemedaillen gewonnen und ist Weltmeisterin. Und Edu hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze und Silber mit nach Hause genommen. Judo kommt aus Japan und bedeutet der sanfte Weg. Wie sanft die beiden wirklich sind, das zeigen sie uns heute im Tigerentenclub. Und zwar genau jetzt ein großer Applaus für Anna-Maria und Edu. Schön, dass ihr hier seid. Und die Kids vom KSV Esslingen sind auch zu Gast, sozusagen der Judo-Nachwuchs. Anna-Maria, bei Judo geht's zur Sache. Ihr braucht Kraft, Geschicklichkeit und Köpfchen, aber seid ihr auch sanft privat? Ja, also ich würde schon sagen, dass ich sanft privat bin, aber wenn man auf die Matte geht und sich verbeugt und es losgeht, dann ist Kampfmodus. Und Edu, das hörst du nicht zum ersten Mal. Du bist eine Kante, aber wie sieht's privat aus? Ich bin auch ein angenehmer Typ, würde ich sagen. Ja. Wann habt ihr angefangen mit Judo? Was begeistert euch so daran? Ich habe mit 6 Jahren angefangen und mich hat das Kämpferische begeistert, auch das Turnerische am Judo. Ich liebe Turnen auch und das Gewinnen. Und was macht für dich Judo so besonders? Was sind deine Elemente? Ja, ich finde es auch schön, dass einfach so viele Komponenten dabei sind und dass man irgendwie jeden schlagen kann. So jede Sekunde zählt. Ich kann als Weltmeister im ersten Kampf rausfliegen und ich kann als No-Name einen Weltmeister raushauen, wenn er eine Sekunde nicht aufpasst. Das ist so relativ offen und unvorhersehbar. Wann habt ihr denn angefangen mit Judo? Wann war euer erste Judo-Einheit? Ich habe mit 7 angefangen. Und warum? Was hat dich so daran begeistert? Also ich fand es halt cool, dass man Kraft braucht, man braucht Schnelligkeit, man braucht Kopf, man Technik, alles. Und das macht den Sport auch aus, das ist cool, ja. Das sehe ich gerade, ihr habt uns ein Maskottchen mitgebracht. Wer ist das denn? Das ist quasi Edu in Kleinformat. wer ist das denn? Fauli. Fauli. Und Fauli ist euer Maskottchen, oder? Ja, also von den Mädchen. Wir haben uns das vor kurzem gekauft. Und hat Fauli auch einen Gurt? Noch nicht, glaube ich, oder? Nein. Aber ihr habt ja alle verschiedene Gurte. Ihr habt jetzt natürlich schwarze Gurte. Was sind denn so die unterschiedlichen Gurte, Anna-Maria? Also es fängt natürlich an mit Weiß, wenn man mit Judo anfängt. Und dann geht es in halben Schritten Weiß-Gelb, Gelb, Gelb-Orange. Orange geht es einfach hoch bis eben dann zum schwarzen Gurt. Und um den Gürtel zu erlangen, muss man immer eine gewisse Gürtelprüfung machen. Also das setzt voraus, dass man bestimmte Techniken kann, dass man fallen kann, dass man einfach immer mehr erlernt. Und Judo ist ja auch eine Sportart, da geht es um Respekt und auch um Miteinander. Es gibt, glaube ich, vor Kämpfen eine Begrüßung, Edu. Wie läuft das immer ab? Wenn man im Wettkampf jetzt ist, dann verbeugt man sich. Wenn man in die Matte reingeht, verbeugt man sich nochmal. Wenn der Kampf vorbei ist, verbeugt man sich auch, gibt die Hand. Und wenn man die Matte verlässt, verbeugt man. Aber man verbeugt sich ziemlich oft, weil Judo aus Japan kommt. In Japan ist halt Tradition, dass man sich verbeugt, aus Respekt. Und man sagt auch was, glaube ich, oder? Man selber sagt nichts, aber der Kampfrichter eröffnet den Kampf und sagt Hajime. Oder das Training fängt an. Dann sagt der eine, der in der Reihe steht, sagt Muksu-re. Das heißt, wie Muksu heißt, leise sein. Und Re heißt dann, es geht los. Ah, okay, das macht ihr auch alle so, wenn ihr trainiert oder kämpft? Ja, klar, also immer. Gehört einfach dazu. Ihr habt jetzt alle weiße Anzüge an. Edu, du auch. Anna-Maria, du hast einen blauen an. Warum habt ihr zwei verschiedene Farben an? Ja, also auf Erwachsenenniveau ist es für die Kampfrichter manchmal relativ schwierig, wenn jetzt zwei weiße Anzüge auf der Matte sind, um zu erkennen, wer hat jetzt eigentlich gerade geworfen oder wer liegt unten, wer liegt oben. Und deshalb wurde der blaue Judo-Anzug eingeführt. Und der Erstaufgerufene in der Liste trägt immer weiß und der Zweitaufgerufene immer blau. Das heißt, ihr sucht euch das nicht aus, sondern das wird im Grunde entschieden durch die Reihenfolge. Genau. Jetzt haben wir viel über Judokämpfen gesprochen. Wir wollen uns mal so einen Judokampf anschauen, wie der aussieht. Und vielleicht könnt ihr erklären, wie läuft denn so ein Judokampf ab? Für was bekommt man Punkte, Edu? Okay. Da gibt es wirklich viele Methoden. Im Stand kann man den Gegner auf den Rücken schmeißen, das ist ein Ippon, das ist wie ein K.O. Und dann kann man auch eine halbe Wertung schmeißen, wenn der Gegner sich beim Fallen rollt. Was ist da jetzt passiert zum Beispiel?
Da habe ich versucht, den Gegner zu schmeißen. Er ist nicht auf Boden gekommen, keine Wertung. Dann geht es zum Bodenkampf weiter. Da kann man den Gegner abwürgen, abhebeln oder für 20 Sekunden festhalten. Da passiert nichts. Kampf abgebrochen, geht weiter. Und genau, was ist Anna? Ja, ich baue mir hier gerade meinen Griff auf und gehe mit dem Fuß schon mal rein und versuche sie eigentlich erst nach vorne zu werfen. Mhm. Die möchte aber nicht und durch den Impuls nach hinten nutze ich es aus, weil sie quasi eher nach hinten mit dem Gleichgewicht ist, dass ich sie dann nach hinten werfe. Es war quasi ein bisschen eine Kombination. Jetzt hat Edu gerade gesagt, abwürgen. Also das klingt ja erstmal ganz schön brutal, aber Judo ist gar keine brutale Sportart. Nee. Also manchmal schon, manchmal. Nein, also ich finde das Schöne irgendwie beim Judo ist, egal wie der Kampf ausgeht oder was passiert, man zeigt immer Respekt gegenüber dem anderen und man beendet immer den Kampf eben mit dem Verbeugen, mit dem Handgeben und bedankt sich für den Kampf und man geht quasi nie schlecht von der Matte und das finde ich deshalb nein. Aber natürlich, wenn man auf der Matte ist, es kämpfen zwei Leute gegeneinander und nur einer kann halt als Gewinner von der Matte gehen und man will alles dafür geben. Aber dafür gibt es ja auch ein Regelwerk, damit es keine unfairen Sachen gibt. Was dürft ihr denn und was dürft ihr nicht? Also gibt es sowas wie Fouls? Tausende, also jedes Jahr kommen gefühlt 1000 neue Regeln dazu. Man darf zum Beispiel nicht ans Bein greifen, man darf nicht auch zu lange diagonal greifen, schlagen, kicken ist natürlich auch nicht erlaubt, logischerweise. Und wenn man dann 3 Strafen hat, das heißt Shidos, dann ist der Kampf vorbei, dann ist man disqualifiziert vom Kampf. Ah, okay, verstehe. Ihr seid jetzt zwischen, glaube ich, 6 und 13 Jahre alt, oder? Ungefähr. Wie läuft denn so ein Kampf bei euch ab? Gibt es da andere Regeln als bei Erwachsenen? Weiß das jemand? Also es ist ein bisschen strenger, zum Beispiel bei der U13 darf man nicht hebeln und nicht würgen. Bei U15 darf man dann hebeln und bei U18 darf man dann hebeln, würgen und so, das darf man dann. Danke, dass ihr heute hier zu Gast seid. Es gibt gleich einen Judo-Workshop, Shop mit den Kids aus Esslingen. Jetzt geht's aber weiter mit den Tigerenten und es gibt einen Unterschied beim Clubstar. Aber es steht jetzt 3-2 für die Frösche und wir sind zurück im Clubraum. Und bei uns heute ist das Thema Judo gemeinsam mit Anna-Maria und Edu. Und jetzt gibt's einen kleinen Judo-Workshop und wir starten mit was? Jawohl, okay, wir haben uns ordentlich begrüßt und beim Judo kommt es auf 2 Sachen erstmal an, auf 2 Fallarten, oder? Sind das so die Basics? Genau, zuerst kommt das Fallen, bevor man jemanden schmeißt, muss man erstmal das Fallen lernen, weil da kann man sich schon ziemlich krass verletzen. Es gibt Fallübungen rückwärts, seitwärts, vorwärts und dann noch die extremere Form, den freien Fall. Und mit was fangen wir an, Anna-Maria? Wir fangen natürlich mit der Basic an, mit der Rückwärtsrolle. Hajime! Auf was muss man achten bei dieser Rückwärtsrolle und warum muss man das können? Ja, wichtig ist, dass man lernt, beim Fallen den Kopf immer oben zu behalten, dass man natürlich nicht mit dem Kopf abschlägt. Deshalb nimmt man das Kinn immer an die Brust, wenn man rollt. Und man schlägt mit den Händen ab, um sich erstens nicht abzustützen und zweitens ein bisschen abzufangen. Und das war für euch jetzt total... Leicht. Total leicht. Okay, dann legt mal zu, andere Fallart. Ja, dann gibt es natürlich noch die Vorwärtsrolle, die Judo-Vorwärtsrolle. Darfst du gerne mal vorzeigen. Oh, das sieht aber cool aus. Da will ich aber noch was ändern. Bitte, bitte. Weil du gerade mit dem Knie aufgestanden bist, ist es wichtiger, wenn man ohne Knie das macht. Sag ich dir. Aber was muss man da achten? Guck einfach zu. Okay, vielen Dank. Da sieht man, dass ich mit beiden Beinen aufstehe und nicht mit dem Knie mich abschütze, weil da kann man sich auch verletzen auf einem harten Boden. Ah, okay. Ich habe zugeschaut. Habt ihr es verstanden? Ja. Okay. Super. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, danach... Wenn wir fallen können, dann können wir auch werfen. Okay, das heißt, wir lernen jetzt die erste Wurfart. Was wäre denn so, oder ist der Einsteigerwurf? Ich würde sagen, so Osotto Otoshi gehört zu den ersten Würfen, die wir lernen. Osotto Otoshi. Ja, das ist ein großer Außenwurf quasi. Ich frage einfach mal, wie heißt du denn? Peppi. Peppi, hast du Lust, uns diesen Wurf mal zu zeigen? Ja. Okay. Möchtest du ihn gemeinsam mit, du heißt? Helene. Mit Helene zeigen? Perfekt, dann Helene und Peppi zeigen den Wurf. Ah, sehr könnt gut. Ihr kurz erklären, wie dieser Wurf abläuft, der Bewegungsablauf? Was ist da wichtig? Also das Ziel ist erstmal grundsätzlich beim Judo immer das Gleichgewicht vom Partner zu brechen in eine Richtung. Sie hat jetzt quasi das Gleichgewicht nach hinten gebrochen. Das heißt, ihre Partnerin ist instabil nach hinten, deshalb nutze ich das und werfe sie nach hinten. Und dann hat sie ihr Bein nach hinten aufgestellt und hat sie quasi über ihr Bein geworfen. Und verstehe. Der vorbildlich noch festgehalten danach. Peppi, kannst du mir einen Gefallen tun? Siehst du diesen großen Typen da drüben? Der so grimmig schaut, aber eigentlich ganz nett ist. Hast du Lust, den mal mit dem Wurf umzuhauen? Ja. Okay. Oh wei, oh wei. Dann ich schicke dich, Peppi, ab in den Ring. Schnapp ihn dir!
Yes! Applaus für Peppi! Und gewonnen! Come on. So, jetzt haben wir ja die beiden Profis hier da, Olympiamedaillen und so weiter. Jungs, habt ihr mal einen Wunsch? Was wollt ihr sehen? Uranagel. Uranagel ist was? Musst du erklären. Also, das ist eigentlich ein Wurf, wo du nur mit Kraft arbeitest und den halt dann auf dem Rücken beförderst. Ich glaube, wenn man es zeigt, wird es klar. Also. Hier kommt noch eine Ergänzung. Oder Tomonage kann man auch vorzeigen. Man muss sich runter erdücken und mit dem Fuß halt so gestreckt, dass man auf dem Boden, auf dem Rücken fliegt. Das heißt, wir fangen mal an mit dem Uranage. Uranage. Ja, mit dem Schlimmsten fangen wir an. Okay. Herr mit dem Mikrofon. Dankeschön. So. Uranage von Anna und Edu. Oh! Okay, jetzt verstehe ich, warum ihr das sehen wolltet. Bitteschön. Wann kommt der Wurf zum Einsatz? Da geht es ja nur darum, den anderen irgendwie mit Kraft. Ja, der Wurf ist eigentlich mehr oder weniger ein Konter. Also wenn jemand eine große Technik, wie ich gerade versucht habe, Schwitzkasten, will ihn werfen und dann ist der Konter einfach ihn ausheben nach hinten. Das ist ähnlich wie im Ring. Ah, okay, so eine Ringertechnik auch. Genau. Ihr hattet noch einen. Wie hieß der andere? Tomonage. Tomonage ist was, Anna-Maria? Ist auch so eine Art Selbstfalltechnik, weil derjenige, der quasi werfen möchte, fällt eigentlich zuerst auf den Rücken. Das ist eine coole Technik, passiert in vielen Actionfilmen auch. Oh, dann wollen wir die sehen. Also, okay. Könnt ihr mir geben? Jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist richtig cool. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn wir noch ganz kurz Zeit haben, möchte jemand einmal gegen Edu kämpfen oder Anna-Maria? Traut sich, wer hat jemand Lust, mal auszuprobieren? Hm? Hast du Lust? Ja, okay. Okay. Wen wählst du? Eduard. Okay, let's go, ihr beiden. Ich hätte den stärksten Löwen genommen. Anna-Maria, kannst du ein bisschen erklären, was die beiden jetzt gerade machen? Ja, also als erstes versuchen die natürlich für sich den besten Griff aufzubauen. Oh, ein Ansatz. Aber es war keine Wertung, weil Edu konnte sich wegdrehen. Jetzt geht aber direkt der Übergang im Boden weiter und ein Haltegriff. Okay, das heißt jetzt? Und Edu gibt sogar auf. Okay! Yeah! Sehr gut, Punkt für dich. Danke fürs Ausprobieren. Ey, ihr habt das mega cool gemacht. Vielen, vielen Dank für den kleinen Workshop. Wie verabschiedet man sich bei so einem Workshop am Schluss? Verbeugen oder? Reh. Reh. Und weiter geht's mit den Tigerenten und den Fröschen. Mikrofon. 4:3 und wir sind zurück im Clubraum. Nach wie vor geht es heute um die Sportart Judo. Und wir schauen rein in den Live-Chat bei unserer Kika-Quiz-App. Eine Menge Fragen sind reingetrudelt, sehen wir hier hinter uns. Und die erste Frage geht an euch beide. Warum Judo und kein anderer Sport, Anna-Maria? Ja, weil er so vielseitig ist. Ich habe es ja auch vorher schon erwähnt. Ich finde es einfach cool, dass man so jeden schlagen kann. Man hat die Chance, man kann die Sekunde für sich nutzen. Es geht nicht nur, wer der Stärkste ist von der Kraft, sondern auch ganz, ganz viel Technik spielt mit. Warum war es bei dir immer Judo? Ich war in der Grundschule ein bisschen hyperaktiv und meine Grundschullehrerin meinte zu mir, such dir einen Sport. Und dann wurde bei uns im Sekretariat in Rüsselsheim Judo angeboten, bin ich reingegangen. Hab alle verkloppt und dann habe ich gedacht, bleibe ich dort. Hat direkt funktioniert. Hier ist die Frage, habt ihr beim Judo eine Lieblingsübung? Also ich bin generell so vom Turnerischen begeistert. Ich mache gerne Saltos, Radwände. Im Judo wärmt man sich ja mit dem Turnen sehr viel auf. Und das hat mich auch so ein bisschen beim Judo dann gehalten. Okay, und bei dir? Ich habe gar nicht unbedingt eine spezifische Übung, sondern ich finde es toll, dass ich irgendwie alles trainieren kann und mir alles irgendwie auch was bringt. Dass man nicht nur Judo, sondern eben dann auch mal Zirkel machen kann, Turnen, Krafttraining, Ausdauer, dass man viele Möglichkeiten hat. Es ist einfach total vielschichtig, diese Sportart. Gehört viel dazu. Ihr habt sicher auch Fragen. Wer hat eine Frage hier? Wie viel bzw. wie oft trainiert ihr in der Woche? Also ein Profi-Judoka würde ich jetzt für uns beide einfach sagen, trainiert zweimal am Tag. Mhm. Samstag würde ich sagen lockeren Regenerationslauf und Sonntag hat man dann auch endlich mal frei. Und dürft ihr auch mal Pizza essen und Hamburger und so? Rein theoretisch dürfen wir alles essen. Aber wir haben ja gewisse Gewichtsklassen, das heißt, wir müssen immer auf die Waage vor unserem Wettkampf abends. Und die meisten müssen ja auch ein bisschen was abnehmen dafür. Deshalb guckt man schon, dass man sich einigermaßen gesund ernährt und mit gesunder Ernährung hat man auch einfach mehr Power auf der Matte. Hier noch Fragen von euch, Jungs. Hattet ihr schon mal Verletzungen irgendwie? Ich glaube, in jeder Sportart gibt es irgendwie so eine bestimmte Art von Verletzung, wo man mal anfälliger ist, mal nicht. Aber da wir ja wissen, was wahrscheinlich die verletzungsanfälligsten sind, zum Beispiel Bänder, versuchen wir das natürlich vorher schon fleißig zu trainieren mit Reha-Training oder mit Stabi-Übungen, damit wir uns erst gar nicht verletzen. So, da drüben gibt es eine Frage. Hallo, wie heißt du denn? Ich heiße Irmela. Mit wie vielen Jahren habt ihr euren schwarzen Gürtel bekommen? Oh, das ist eine gute Frage.
Echt gute Frage, da muss ich überlegen. Ich glaube, 2014, da müsste ich 18 Jahre gewesen sein. Bei mir war es auch 18. Also ich habe ihn auch selber gemacht. Hat dafür trainiert. Ja, ich auch. Hier kommt ein cooles Kommentar rein. Judo ist die beste Sportart auf der ganzen Welt. Seht ihr wahrscheinlich hier alle genauso. Und hier kommt noch hier, Edu und Anna-Maria sind total sympathisch. Guck Vielen mal. Dank. Ja. Dankeschön. Und habt ihr vor euren Kämpfen Lampenfieber? Jedes Mal. Also das hört, wird wahrscheinlich auch nie aufhören bei mir. Ich glaube aber, so eine gewisse Grundnervosität ist immer dabei. Und bei dir? Ja, auf jeden Fall. Der erste Kampf ist immer der schlimmste, weil danach weiß man, okay, jetzt ist man drin. Und die Nervosität gehört dazu, weil ich finde, wenn man nicht nervös ist, dann ist es ja auch irgendwie keine Herausforderung. Dann wäre es ja viel zu einfach, wenn ich irgendwo hingehe und einfach denke, yo, jetzt gewinne ich. Sondern ich glaube, das sorgt dafür, dass man einfach auch eine gewisse Anspannung aufbaut. Hier wird gerade geschrieben, hier sind ganz schön viele Fragen im Chat. Ich möchte die jetzt alle beantwortet haben. Schaffen wir, glaube ich, nicht ganz, aber eine können wir noch nehmen. Und zwar, muss man als Frau eine spezielle Frisur haben beim Judo? Ja, also die müssen auf jeden Fall alle oben sein. Die dürfen nicht auf dem Judo-Anzug liegen, also zusammengebunden. Und es gibt jetzt neuerdings auch die Regel, dass ich mir nur einmal während dem Kämpfen die Haare neu machen darf. Damit halt nicht so viel Zeit verloren geht. Also die Frisur muss schon straff sitzen. Ich habe tatsächlich meine Wettkampffrisur heute. So kämpfe ich immer. Ich auch übrigens. Vielen, vielen Dank für eure Antworten. Vielen, vielen Dank für eure Fragen, auch für eure Fragen. Und jetzt geht's weiter mit unseren beiden Teams. Es steht ja nach wie vor 4-3 noch für die Frösche. Die Tiergärten können sich feiern, völlig zu Recht. Das war's für heute im Tiergärten-Club. Danke fürs Dabeisein und danke an unsere tollen Gäste, an die Judo-Kids vom KSV Esslingen. Hier, Pippi, es gibt als Dankeschön eine Tiegerente und großen Applaus an unsere beiden Gäste, Edu und Anna-Maria. Ihr bekommt natürlich auch eine Tiegerente, bitteschön. Und Edu, du gibst das Signal zum Verabschieden. Re. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.